Hallo Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meiner vierten Landkarte bei Transportfever 2. So, in der letzten Folge haben wir ja hier die LKWs für Baumaterialien eingestellt, um Pirna zu beliefern. Und ich denke mal, das läuft auch nun langsam los. Ich schau mal, wo der nächste Zug mit Baumaterialien bleibt. Der wird noch beladen. Und da kommt einer. Ah, der ist gar nicht mal so weit weg. Da können wir ja eine Runde mitfahren. Mit dieser Taurus. Beziehungsweise am Zug. Warten auf freie Wege. Ja, da kommt der Personenzug, der kreuzt. Der ist aber jetzt drüber und da müssen wir freie Fahrt kriegen. Ja, der kommt schön zu ziehen. Die denn? Ich glaube, bei der Höchstgeschwindigkeit finden wir sie schneller.
Fähigkeit, mehr Kraft. Jetzt müsste es hier rechts abgehen und da sind wir fast schon da. Hier machen wir noch mal rechts über den Überflieger. Ich nenne es mal so. In den Bahnhof da links, wo schon das Werkzeug rumliegt, bringen wir jetzt die Bausteine, Baumaterial. Kurz warten, weil der Werkzeugzug rauskommt.
Da sind wir angelandet. Und jetzt ist Baumaterial vorhanden. Und da ist gleich hier Bulling an der Ausfahrt von unserem Versandcenter. Hintergrund ein zwei Kesselwagenzüge. Ja, aber noch kein Kamas LKW für Pirna zu sehen. Strecke wäre ich jetzt gerne mal mitgefahren. Hier ist sie doch. Für Gott, bis die Steine rum. Na, dann nehmen wir noch zwei rein. Rein, weil die sich da vorstellen. Wenn man die wieder raus. Sind die nicht da?
fahrt doch mit dem Kameras mit. Da müssen wir mal ein Stoppschild hinstellen, dass sie hier nicht so rausdüsen. Na, wo haben wir es doch? Da haben wir es. Ein bisschen drehen. Thank you.
Kosten heute mal schildern. Halt, kann ich es repetieren. Ah, ich habe die falsche Taste erwischt. Jetzt weiß ich auch warum. Ich wollte es ein Stückchen zurückdrehen. So. Und jetzt machen wir das auch als Einbahnstraße. Habe ich noch nicht raus, wie ich die Einbahnstraße umdrehen kann.
Also ich krieg die nicht gedreht, die Einbahnstraße. Wenn ich die jetzt abreise und komplett neu baue, von hier nach da, dann geht's. Also abreisen, neu bauen. Funktioniert's wieder. So, wo sind die LKWs jetzt alle hingefahren? Alle weg. Jetzt müssen wir noch die Ampeln entsorgen, die entstanden sind. Das ist hier. So, dann brauchen wir noch ein paar Verkehrszeichen. Oh, haben wir noch ein paar. Das war mal da Kollegen, also safe. Hier machen wir Halteverbot, fortlaufend. Schilder aufstellen. So. Hier das Endungsschild hinstellen. Und hier machen wir das Beginnerschild. Das sie hier nicht halten. Und noch einen Weg fragen. Auch noch nicht aufgefallen. Müssen was für ein Schilder rein tun.
reinfahren kann. Hier gibt es irgendwo einen Stein. Da muss ich schranken. Die wollen hier abkürzen. Wo will denn der hin? Und versagen wird. Ist gar nicht gut. Der soll hier über den Ring fahren. Da müssen wir mal einen Wegpunkt setzen. Ja, hier kann ja was runterfallen. Weg. Nee, vorm Fassadenweg. Bitte hier lang. So, da haben wir die LKWs von dort abgebracht. Jetzt fahren die hier noch lang. Die müssen das auch so machen. Industriestraße, das ist die falsche. Die Waldstraße. Ne, irgendwie habe ich das doch nicht hingekriegt. Wegpunkt Leipzig 5. Der muss noch mal weg. Ich denke, der muss hier dahinter. So haben wir es dann gelöst. Und schon ist hier nicht mehr der große Verkehr auf dieser kleinen Straße. Wieso fahren die hier lang? Ne, die sind bloß falsch. Die drehen um. Ich hätte eigentlich bloß abreißen müssen, den Bahnübergang. Aber ich wollte mal noch lassen. Da
es nämlich viel Individualverkehr. Oh, es bricht mir auf die Zunge durch. So, das haben wir auch gelöst. Jetzt gucken wir noch mal unser Center. Tun uns einloggen. Jetzt ist hier richtig was los. Richtig Verkehr. Und jetzt biegen sie auch hier gleich mehrspurig ab. Also das hat was gebracht. Pirna-Werkzeug. Ja, da kriegen sie noch ein LKW. Eine DHL-Kutsche. Ja, es ist doch ein ganz schönes Stück Schnee. Und wie fahren die? Pirna-Werkzeug. Das war hier. Ja. Er macht hier einen Bogen. Und die haben sich schon wieder eine Straße gebaut. Naja, die kriegen sie gleich ersetzt. Ortsstraße mit Bäumchen. Ne, mehr haben sie nicht gebaut. Mehr haben sie nicht gebaut. Also Pirna ist ganz schön gewachsen. Und hier kommt der S-Bahn gerade. Unsere neue Ringlinie. So, da wollen wir schauen. Bausteine. Haben sie noch nicht verladen. Aber die sind irgendwo unterwegs. Eingesetzt und da kommen auch schon zwei. Ja, heute geht's LKW-Verkehr. Sie werden die heutige Folge nennen. LKW-Verkehr am Verteilerzentrum. Also die Dinger sind sehr gut hier. Aber fragt mich nicht, was das für eine Mod ist. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach geladen. Kommt irgendwo noch ein Zug her? Nee. Gerade keiner zu sehen, aber es ist genügend vorhanden. Hörner hat man aufgestockt. Da sind sie gerade rangefahren. Der wird gerade voll und der ist voll. Jetzt fahren die
ich hier gleich zweispurig auch rein. Das ist schon mal positiv. Ja, das haben wir. Könnten wir noch ein bisschen. Also die haben hier ein Burger King, eine Tankstelle. Na guck, die ist sogar besucht. Die ist sogar besucht. Zäune. Ordentliche Hecke noch in die Tankstelle. Sehr fertig. Nicht irgendwelche Werbetafeln. Und wir haben hier nee, das gefällt mir nicht. Wir haben noch Felder. Ja, hier könnte man mal ein paar Felder machen. Die machen wir hier bei Dresden. Ich hab da eine Idee, naja, komm, das machen wir. Neben der Straße ein großes Feld. Getreidefeld.
Wir haben hier noch gar kein Wasser drin. Zum Neuen möglich. Das sind die Übergänge. Kriegen noch einen mit Rollbarwagen. Yeah. Die Ausfahrt müssen wir ja frei halten. Kühlturm. Eine ganze Industriestadt, Parkassets.
Also schön W50. Ja, der passt noch hierher. Komm. In Blau. Der parkt hier. Der passt doch hierher. Oh, da steht zu tief. Der steht zu tief. Kriegen wir doch. Hier steht er richtig. Ja. Können Sie ja gerade was bauen? Hier ist Baustelle. Da kommt dann noch ein Kran hin. So. Brauchen wir noch ein bisschen Schotter. Bisschen Dreck. Oh, das ist zu viel. Hier noch ein bisschen Stärke raus. Ja, hier ist schlammig. Und dann brauchen wir ein paar Zäune. Hier Absperrzäune. Hier ist Baustelle. So, gerade. Fertig. Hat die Baustelle eingezäunt und ein bisschen Material. Wo war denn das? Das haben wir auch. Das haben wir auch. So Zeugs, was rumliegt.
Oh, das habe ich schon lange gesucht. Solcher. Schaltkästen. Nee, da muss hierher. So, dann ein paar kleinere. Nee, hier ist gerade ungünstig. Die kriegen noch einen Container. Was Kleines. Eine Palette Steine. So. Da haben wir die Baustelle eingeräumt. Ein bisschen das BW ausgestattet. Ja, liebe Freunde, wir sind schon wieder über eine Stunde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dann lasst mir doch gerne ein Like da und über ein Abo würde ich mich besonders freuen. Und da sage ich Tschüss, bis zur nächsten Folge.